bin am Weg zu den Roma-Familien in Paleska. Paleska liegt ungefähr 15 Kilometer außerhalb von Pitești und ich besuche die Familien, die heuer im Sommer bei uns in Salzburg gewesen sind. Paleska gehört zu Pitești und in dieser Stadt sind 834 Roma bei der Volkszählung 2011 registriert worden. Die Straße ist jetzt mit Schlaglöchern übersät. Es gibt keine Brücken, sondern nahezu nur Furten. Wir Roma sind mit wenig aufzufüllen. Die haben ja keine großen Ansprüche und keine großen Erwartungen. Bereitwillig werden mir alle Türen geöffnet, ich darf alle Räume betreten und darf alles dokumentieren. Ich frage Reim, wovon diese Menschen leben. Überwiegend hier leben sie schon auch privat, persönlich selbst zu versorgen. Das heißt auch, jeder nachdem, was wer hat, eine Kühe, zwei Kühe, jemand hat zwei Ziegen oder was anderes. Vor dem Betreten des Wohnraums werden die Schuhe ausgezogen. Die Wohnräume sind sauber. Am Boden liegen Teppiche und die Wände sind geschmückt. Ich habe in keinen der Räume fließendes Wasser gesehen. Gekocht wird auf offenem Feuer. Aspetta, Moment. Aprimi la porta, per favore. Das sind meine Leute, ich habe sie jetzt erkannt. Zu der Roma-Familie, die wir besuchen wollen, führt dieser Weg durch einen Bach, einer matschigen Straße und dann führt er hinauf durch einen Hohlweg, der gleichzeitig Straße und Müllabfuhr ist. Bei Regen und Schneeschmelze befördert dann dieser Bach den ganzen Schmutz nach draußen. Okay. Hey, Baba! Oggi c'è più bene. Va bene. Ok. So, das ist der Lebensraum von der Familie Tudor rechts. Es leben Mutter, Vater und sechs Kinder in diesem Lebensraum und hier mit verbringen sie deren Alltag. In diese zwei Betten, eine selbstgebaute Ofen. Diese Roma, die hier überwiegend in Paulescu sind, alle Rudaren. Die Rudaren sind eine Roma-Stamm. Was bedeutet Rudar? Rudar bedeutet Bergarbeiter. Ja. Früher haben sie Bergarbeiterarbeit gemacht, während der Zeit Ceausescus. Und danach ist nichts mehr, aber die haben schwer gearbeitet. Nur die waren glücklich auch mit dieser Schwerarbeit. Tief betroffen und bewegt verlasse ich die Roma-Siedlung.
Die materielle Armut dieser Menschen hier ist verbunden mit dem Zustand, dass viele weder lesen noch schreiben können. Ich frage mich, was haben deren Kinder für eine Zukunftschance und Lebensperspektive? Guten Abend, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ich freue mich, dass wir uns wieder einmal bei Open Studio treffen. Mit einem durchaus spannenden Thema, Roma, die vergessenen Europäer. Mein Gast heute ist Wolfgang Radlecker. Einer der Menschen, wo man sagen kann, ein Freund der Roma. Als solchen betrachte ich mich auch. Und im Vorfeld dieses Filmes haben Sie ja die Zustände gesehen, unter denen diese Menschen leben. Und man kann nicht automatisch sagen, leiden, aber sie leben unter diesen eingeschränkten Bedingungen. Und ich beschäftige mich jetzt derzeit 4 Jahre damit, 3 Jahre filmisch. Und mich hat dieses Thema und diese Lebenssituation der Roma wirklich gepackt. Also ich finde, dass es eine absolute, absurde Unmöglichkeit ist, in diesem Europa, in diesem reichen Europa, dass es hier Menschen gibt, die unter diesen Bedingungen existieren müssen oder vielleicht sogar auch wollen. Wir werden uns also hier ein bisschen unterhalten und ich möchte gerne jetzt einmal den Ball dir wirklich zuspielen. Was ist denn deine Position zu den Roman als Europäer? Also zunächst einmal möchte ich sagen, dass der Film, den du hier gedreht hast, fast gnädig ist, insofern, als das wirkliche Elend vor Ort erlebt werden muss. Weil das Elend in Bildern lässt nicht erkennen, wie kalt in diesen Häusern ist, weil es keine Heizung gibt. Wie mühsam das Leben ist, weil es kein Wasser gibt und vieles andere mehr. Und ich sage immer wieder, wenn von Elend und Not und Armut gesprochen wird, da sage ich, bitte, ihr braucht es nicht nach Kalkutta fahren oder nach Nairobi oder nach Addis Abeba oder in die Favelas von Rio. Fahrt 1000 Kilometer von Österreich weg, dann seht ihr Elend, das man in Europa nicht mehr vermuten würde. Und ich halte es auch für eine Schande, wie man mit dem Thema umgeht. Die Roma sind die weitaus größte Minderheit in Europa mit etwa 12 Millionen Angehörigen, nur in Europa. Es wird das immer wieder heruntergespielt. Alleine in Rumänien, also in dem Land, wo du den Film gedreht hast, gibt es 2 bis 2,5 Millionen Menschen, die dieser Ethnie angehören. Das heißt also, zu den ganzen Problemen in den Ländern der sogenannten Transformation, das ist ja ein beschönigendes Wort für das, was dort stattgefunden hat nach 1990, gibt es ohne die soziale Probleme durch den Wechsel in den Systemen ausgelöst. Aber am untersten Ort und an der untersten Stufe all dieser Probleme stehen die Roma. Mal danke für die Einführung, das haben wir total benannt. Ich habe auch Lernen hinter mir und habe lernen müssen. Und für mich war damals der Film, den ich als erstes gedreht gehabt habe, der erste Film in dieser Reihe, war eine Begegnung mit einer Realität, wo es mich zuerst einmal gepackt hat. Und ich habe auch gelernt, 3 Jahre lang immer näher und genauer zu schauen und mich einzulassen in das, was ich sehe und wie es denen geht. Und mein Blickpunkt ist im Moment, dass ich sage, es ist ja erstaunlich. In diesen Häusern, wo ich war, gibt es zum Beispiel einen Fernseher und gibt Strom. Ja? Aber die Qualität der Verwahrlosung, des Elends, wo die Schule nicht funktioniert, keine medizinische Versorgung, kein Sozialsystem,
Ja? Mhm. Mhm. Absolut kein Wasser, mhm. ja? Kein Klo. Ja? Mhm. Eine, ja? Ist das ein Zustand, wo ich sagen würde, löst bei mir also wirklich einmal Protest aus. Ja? Protest aus, und wenn ich mir überlege, eine Dame kam nach diesem Film zu mir und hat zu mir gesagt, Herr Bauer, danke für diesen Film. Jetzt weiß ich, wie es diesen Menschen geht, und ich muss nicht mehr die Statistik bemühen. Die Zahlen werden lebendig. Ja? Und jetzt gehe ich natürlich her, du bist für mich der Senior-Bruder, weil du hast 40 Jahre, die du verbracht hast, um diesen Roma dich zu widmen, aus mir 37 Jahre voraus, ja? Aber nicht nur, sondern ich muss sagen, für mich ist also schon klar, ich möchte diese Bevölkerungsschicht begreifen. Und da gehört aber für mich jetzt eben auch dazu, dass ich feststelle, Roma ist nicht gleich Roma. Das ist die untere, fast noch nicht einmal die unterste, aber die untere Ebene, ja. Und dann gibt es natürlich Mittelschicht und nach oben ganz andere Dimensionen von Roma, die gut integriert sind. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, wie geht es denn dir dabei, wenn du durch Salzburg gehst und dann siehst du, trotz Bettelverbot, dass da wer sitzt und dich anbettelt. Ist Betteln für dich ein akzeptables Tun? Ja. Solange es nicht einen zufriedenstellenden Ersatz dafür für diese Menschen gibt. Weil ich diese Ausreden, die ich immer wieder höre, nämlich man muss für sie etwas vor Ort tun, man kann ja nur helfen, wenn man dort hilft, wo sie herkommen, das hat seine Berechtigung und seine Richtigkeit. Aber das eine ersetzt das andere ja nicht. Die kommen ja nicht zu uns, weil sie arbeitsscheu oder sonst ja etwas sind, sondern all diese Menschen haben ja durch Jahrzehnte gearbeitet in einem menschenverachtenden System wie jenem Ceausescus, der billige Arbeitskräfte in seinen Bergwerken und in der Landwirtschaft gebraucht hat. Aber sie hatten zumindest dadurch ein Mindestmaß an Auskommen, an gesundheitlicher Versorgung und so weiter. Das ist weggebrochen. Man muss sich vorstellen, und jetzt muss ich doch ein paar Zahlen nennen, dass nach der sogenannten Transformation, das heißt nach dem Zusammenbruch des kommunistischen Systems, in Rumänien zum Beispiel von 8,3 Millionen Arbeitsplätzen 4 Millionen weggefallen sind. Und man kann sich lebhaft vorstellen, dass unter diesen 4 Millionen, die weggefallen sind, die 2,5 Millionen Roma, die es in diesem Lande gibt, gewesen sind. Das Ganze hat einen Brain Drain, nennt man das heute, ausgelöst. Das heißt, alle diejenigen, die jung, ausgebildet und sich eine Perspektive schaffen wollten, die sind ins Ausland gegangen. Wir sind heute die Nutznießer. Es würde wahrscheinlich die Altenpflege bei uns nicht funktionieren, wenn es nicht die rumänischen Pflegerinnen gäbe. Ein Drittel der Ärzte Rumäniens ist ins Ausland gegangen, was ja kein Wunder ist, wenn man 350 Euro im Monat verdient vor Ort und so weiter und so fort. Das heißt, in diesen Ländern sind ungeheure soziale Probleme entstanden, ganz allgemein. Wenn man sich vorstellt, dass die Sozialhilfe so um die 25 Euro ausmacht, aber ein Liter Milch genauso viel kostet wie bei uns und auch das Brot nicht sehr viel billiger ist. Das heißt, die Grundnahrungsmittel, ich habe mir das sehr genau angeschaut, in etwa in Summe 2/3 dessen kosten, was sie bei uns kosten. Aber gleichzeitig gibt es pro Person 30 Euro Sozialhilfe, eine Kinderbeihilfe von 16 Euro, eine Mindestpension von 80 Euro, dann kann man sich vorstellen, dass es ungeheure soziale Probleme gibt, ganz generell. Ich finde, wie man mit dieser Generation umgegangen ist, die zuerst einmal unter der Hitler-Barbarei und dem Nationalsozialismus, unter dem Krieg zu leiden hatte, dann den Kommunismus hinnehmen musste und wie es besser hätte werden können ab den 90er Jahren,
eine Generation der zu alt gewordenen war, auf die man kein Rücksicht nimmt. Ja? Die haben ihr Leben lang gearbeitet und heute sollen sie mit 80 Euro Mindestpension auskommen. Und da versteht man dann, dass also die Gruppe derer, die noch weniger als das hat, ja, dass die dann irgendwo gezwungen ist, weil Arbeit finden sie keine, sich durch zum Beispiel Betteln ein Mindestmaß an Auskommen zu verschaffen. Und ich sage jedem, der mir von Arbeitsscheu und so weiter erzählt, er soll doch einmal probieren, sich 8 Stunden für 20 Euro auf den Boden zu setzen bei jedem Wetter und sich dann noch von der Gesellschaft, die da vorbeiflaniert, anschauen, betrachten lassen müssen, wenn nicht unqualifiziert anreden lassen müssen. Ich möchte es nur mal aufnehmen. Ja. Genau das habe ich vor 3 Jahren auch gehört. Und dann haben wir gedacht, ich will das mit meinen Augen sehen. Ich will einen Film drüber machen und möchte das anderen Menschen zeigen. Und ich finde viele dieser Dinge bestätigt, weil das, was ich gesehen habe, war in Ungarn, in Sajokasa. Bei diesem Gebiet, muss man sich vorstellen, hat es bis zum Zusammenbruch 40.000 Menschen gegeben, die in den Kohleminen gearbeitet haben. Auch Roma. Und dann kam diese berühmte Wende und das Erstaunliche war, das war tot. Man hat 10.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, aber keinen für einen Roma. Also ist das ein unerträgliches Vakuum. Und dann kommt dazu, dass natürlich jetzt die Frage, wie soll das funktionieren, Betteln als Einkommenszweig, halte ich für legitim. Dann, was sie machen können, ist zum Beispiel Musik machen, das halte ich für legitim. Nur, wenn da eine Gruppe raufkommt und bei uns Musik macht, wird sie von der Polizei vertrieben. Man raubt ihnen regelrecht ihre Möglichkeit zu einem ganz vernünftigen Erwerb. Ja? Dann geht es natürlich auch darum, dass es Kupfersammeln bis Kupferdiebstähle gibt. Ja? Nur, wenn ich mir überlege, was bleibt ihnen denn anderes übrig? Und das waren Dinge, die habe ich dann also wirklich mit eigenen Augen gesehen. Nur die Geschichte, die geht ja noch weiter zurück. Und du hast ja, legst ja deine Finger auf eine Wunde, die heißt Sklaverei. Was ist denn der Bezug, wo du die Sklaverei erkennst oder was warst du? Naja, ganz einfach. Ich habe vorher erzählt, dass ich immer wieder Menschen auffordere, nicht nach Kalkutta oder Mexico City oder Rio de Janeiro zu schauen, sondern das Elend bei uns zu betrachten. Und das mache ich auch, weil es Mitte des 19. Jahrhunderts, so 1840, einen rumänischen Schriftsteller und Philosophen gab, der im Übrigen dann in der Ersten Republik, die begründet wurde in den 1860er Jahren, auch Minister war, der gemeint hat, es ist schon eine seltsame Geschichte mit den Europäern. Da bilden sie philanthropische Vereine gegen die Sklaverei in den Vereinigten Staaten und übersehen zur Gänze, dass buchstäblich vor ihrer Haustür, nämlich im damaligen Moldawien und in der damaligen Walachei, es gab Rumänien, noch nicht zu diesem Zeitpunkt, Sklaverei herrscht. Und ich stelle immer wieder fest, wenn ich auf das Bezug nehme, dann sagen mir auch durchaus geschichtlich versierte Menschen, ja, Leibeigenschaft, das hat es ja überall gegeben. Nein, ich rede nicht von Leibeigenschaft und der Beziehung, die hier zu dem Grundherrn bei Leibeigenen bestanden hat, sondern ich rede schlicht von der Tatsache, dass Sklaverei bedeutet, dass ein Mensch als Sache betrachtet wird, die man vererben, verkaufen, verschenken oder sonst etwas kann. Und das ist auch geschehen. Es gab noch in den Mitte des 19. Jahrhunderts in Bukarester Zeitungen Zeitungsanzeigen, wo ganze Dutzende von Sklaven, Roma-Sklaven angeboten wurden. Ja? Das heißt also,
Und ja, das war sehr, sehr ähnlich der Situation in den Vereinigten Staaten mit dem Ende des Bürgerkrieges in den USA, das war zeitgleich, sind die Sklaven in die Freiheit entlassen worden. Nur was für eine Freiheit war das? Und man hat sie ganz einfach, man hat sie entlassen. Du kannst sie entlassen, aber das heißt nicht, dass die Sklaverei die innere aufhört. Nein, erstens einmal das und zum Zweiten von der materiellen Sicht. Man hat ihnen gesagt, so, jetzt bist du frei. Genau. Ja? Die waren aber gar nicht in der Lage, durch Generationen haben sie mehr oder weniger, es gab ja auch durchaus Herrenhäuser in den Südstaaten, wo man sie halbwegs menschenwürdig behandelt hat, ja? Dort haben sie seit Generationen gelebt gehabt und dann sind sie auf einmal auf der Straße gestanden, weil man gesagt hat, so, und jetzt bist du dein eigener Herr, ja? Und hat sie freigelassen. Und genauso war es in Walachei und in Moldawien. Man hat ihnen gesagt, so, 1856, Sklaverei ist aufgehoben, ihr seid frei. Dann hat es die gegeben, die Berufe hatten, wie zum Beispiel, es gab Bärentreiber oder die Goldwäscher, die Auraris. Es gab die Kupferhändler, die Korbflechter, die hatten dann eine Möglichkeit, sich also auch wirtschaftlich halbwegs zu halten. Aber dann gab es die Landarbeit gemacht haben, weil sowohl die Klöster wie auch die großen Güter haben ja von dieser Form der Sklaverei letztendlich wirtschaftlich existiert. Nicht? Und man muss auch dazu sagen, das ist ja vielen gar nicht bekannt, nicht dieser Teil Rumäniens, aber ganz Siebenbürgen, und das ist ein großer Teil dieses Landes, war ja österreichisch. Ja? Dort hat es zwar diese rechtliche Form der Sklaverei nicht gegeben, aber ich versage es mir jetzt, Berichte zu zitieren, wie dort mit diesen Menschen umgegangen worden ist. Das war nicht viel besser. Also wir haben in den Ländern, ich möchte das jetzt ausdrücklich nur sagen, als Österreicher, ja, in der österreichisch-ungarischen Monarchie lebte ein erheblicher, wenn nicht der Großteil der Roma Europas. Von Ungarn über die Slowakei bis hinauf in die polnischen Teile, die heute ukrainischen Teile rund um Lemberg und Czernowitz, herunter bis Siebenbürgen im heute serbischen Teil der Vojvodina, dort haben die Roma gelebt. Also das heißt, die Geschichte dieses Hauses Habsburg ist auch eine Geschichte verbunden mit dem Schicksal dieser Minderheit. Lass uns noch einen Moment da ins Heute denken, weil ja die Geschichte, die ich im Moment filmisch aufarbeite, heißt Hallo Frau Roma. Und ich stelle fest, dass mir dort natürlich Sklaverei wieder begegnet. Die Frau ist Versklavte, ja, Rechtslose. Gegenstand, ein Freund von mir, der Pfarrer ist, der hat das geprägt. Mit 14 haben sie Kinder, mit 28 sind sie Großmütter und alt. Und wenn sie Glück haben, werden sie von ihren Konkubinen, Klammer auf, Liebhaber, nicht erschlagen. Das ist sehr, sehr übertrieben. Ich kenne solche Schilderungen und ich wundere mich oft dann, wenn aus Einzelfällen, die leider heute vorkommen, Verallgemeinerungen kommen. Das ist sicher sehr übertrieben. Tatsache ist, dass sie sehr, sehr jung Kinder bekommen. Das ist eine Tatsache. Tatsache ist, dass die Zahl der Kinder relativ groß ist. Tatsache ist, dass die Bildungsambition der Eltern für ihre Kinder, vorsichtig gesagt, eine sehr geringe ist. Aber man muss das ja alles auch vor der Geschichte betrachten. Und ich wehre mich dagegen, wenn gesagt wird, naja, das ist halt diese Kultur dieser Menschen. Nein, das ist nicht die Kultur dieser Menschen. Das ist die Unkultur, die durch Armut entsteht. Können wir reden.
Ja. Aber da erregst du mir einen Widerspruch. Gut. Roschja heißt der Ort. Mhm. Pfarrer Schlattner heißt der Mann. Ja, ja, ich weiß. 35 Jahre Erfahrung. Hat er 450 Roma-Kindern Bildung ermöglicht. Ja. Und er hat mir gerade vor einer Woche geschrieben, genau diesen Leitsatz, den ich gesagt habe, mit 14 haben sie Kinder, mit 28 sind sie Großmütter und dann haben sie Glück, wenn sie nicht erschlagen werden. Das ist vor 3 Wochen geschehen. Ja. Aber nicht jetzt als Einzelfall, sondern ich kenne den Ort. Nein, ich muss da schon insistieren. Ja. Insistiere ruhig. Ich muss insistieren, weil ich weiß, auch aus den Kriminalstatistiken, dass die Zahl der schweren Gewaltdelikte bei Roma nicht größer ist als in allen anderen Bevölkerungsgruppen. Also zu behaupten, und dann müssen sie froh sein, wenn sie nicht erschlagen werden, das ist fast rassistisch. Gut. Das ist fast rassistisch. Aber ich kann mal sagen, den einen Fall kenne ich. Ja. Ich würde davon keine Kriminalstatistik ableiten wollen. Das glaube ich, dass diesen einen Fall kennst. Wir lesen leider tagtäglich von solchen dramatischen Familienereignissen in der Zeitung. Ja, ich weiß auch, wie die Möglichkeit ist, dass die Möglichkeit der Bildung existiert. Ja. Weil diese Möglichkeit, die spannende Geschichte dort ist, also Pfarrer Schlattner geht her und kauft kinderfrei. Ja. Er geht, ja? Ja. Er hat mir also, ich war in dem Dorf auch drinnen, weil ich die Filmaufnahmen gemacht habe, ja, wo Kindern regelrecht verboten wird, in die Schule zu gehen. Mhm. Und dann gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel mit 10 Kilo Reis, die Mädchen, ich rede jetzt hauptsächlich von Mädchen, frei zu kaufen dafür, dass sie in die Schule gehen können. Und da bin ich im Moment nämlich damit auch befasst, mit einem Projekt. Mhm. Ja. Und das unglaublich spannend ist, dass auch Bildung, und ich rede jetzt nicht einfach von Schulbildung, sondern von Lebensbildung. Mhm. Zähne putzen, Hygiene, Körperhygiene, ja, aufstehen, pünktlich sein, was ja auch alles durch die Schule trainiert wird. Ja? Wirklich einfach ein Verständnis für mich aufmacht, wie es denn möglich sein könnte, überhaupt solche Menschen zu fördern. Und der Pfarrer Schlattner hat das seit 35 Jahren gemacht. Und das Spannende ist, wo ich gefragt habe, na, wie haben sie das gemacht, dass sie die Mädchen und die Jungs aktiviert haben? Und gesagt, die haben das selber gemacht. Man hat es weiter gesagt und man hat die Jugendlichen haben kapiert, dass das ein Weg heraus aus dem Elend sein kann. Nicht immer greift, ja, aber funktioniert. Und das ist eine Geschichte, wo ich sagen muss, hat für mich einfach auch etwas mit Europa zu tun, dass wir Europäer haben, die dieses Niveau nicht haben oder haben können und der Ausweg schlicht und einfach Bildung ist. Schau, das ist alles zutreffend, was du sagst. Nur ich versuche immer, mich auch in diese Menschen hineinzuversetzen. Tun wir das. Und ich komme zu dem Ergebnis, dass es nicht Bildungsfeindlichkeit per se ist, ja, die diese Menschen haben, wo man, und ich höre das ja immer wieder, ja, die wollen ja gar nicht. Wenn ich durch Generationen das Gefühl vermittelt bekomme, dass ich erstens unerwünscht bin, das ist heute noch vielfach der Fall, ja, dass man segregiert, obwohl das nicht sein dürfte. Ja, die Gesetze hat man angepasst. Ja. Aber das Kind, das eben nicht einmal fließendes Wasser hat, das dann vielleicht sich nicht so, wie du jetzt gesagt hast, Hygiene, ja, das sich dann nicht so waschen kann, das in die Schule kommt und dann von den Nicht-Roma-Rumänen angesprochen wird, du stinkst, dass dieses Kind keine besondere Lust hat, in die Schule zu gehen. Ja, und das kommt... Das kommt immer wieder vor. Solche Übergriffe kommen immer wieder vor. Dass dieses Kind zu Hause nicht erfährt, dass man durch Bildung weiterkommen kann, wenn die Eltern erlebt haben oder vor Augen geführt bekommen,
dass ein Universitätsprofessor mit 350 Euro abgespeist wird und gleichzeitig der Kupferschieber mit dem neuesten Mercedes herumfährt, weil er den auslacht, weil er am Tag mehr verdient als der Universitätsprofessor im Monat, dann wird der Wert von Schulbildung diesen Menschen nicht vermittelt. Und hier anzusetzen ist notwendig, aber wahnsinnig schwierig. Und ich kenne viele dieser kleinen Projekte, ich sehe das immer mit Hochachtung, was hier Menschen leisten, aus Idealismus leisten. Und ich denke da zum Beispiel an alte Professorinnen, die älteste davon ist 86 Jahre, die seit einem Vierteljahrhundert wirklich, und jetzt sage ich es bewusst, um Gottes Lohn und nichts anderes diese Arbeit macht. Und die sagt, ja, zuerst müssen wir es mit etwas locken. Und wenn das ein regelmäßiges Mittagessen ist, ja, aber dann kommen sie. Und ja, dann kann man sie auch dazu veranlassen, dass sie jeden Tag kommen. Dann kann man sie veranlassen und sagen, ja, das Mittagessen, das kriegst du aber, wenn du am Vormittag in der Schule warst. Und in der nächsten Stufe kann ich sagen, und so geschieht das auch. Und ich finde das durchaus legitim, weil hier wird auch ein Wert vermittelt, so quasi, wir helfen dir, aber du musst auch deinen Teil leisten, indem du in die Schule gehst und vieles andere mehr. Nicht? Du kennst... Also ich sag, und das ist mein immer wieder kommendes und wiederkehrendes Plädoyer. Ich versuche, mich hineinzuversetzen in diese hoffnungslose Armut und in dieses hoffnungslose Elend und frage, wie würde ich reagieren? Wie ginge es mir dabei? Ja, das ist eh klar schlecht, oder? Die Geschichte ist nur, wie komme ich raus? Und ohne helfende Hand glaube ich nicht, dass es geht. Ich sage dir das deswegen, weil ich ja dann auch diese nasenweisen Bemerkungen höre, ja, dann fängt das Saufen an, der Familienvater. Ja, was, wenn ich auf der Müllhalde, auf der Müllkippe existiere, ich würde für mich nicht die Hand ins Feuer legen, dass ich dann die Perspektive suchen würde, wie komme ich da raus, sondern dass ich wahrscheinlich auch zu denjenigen gehören würde, die zunächst einmal nachdenken, wie kann ich dieses Elend verkraften. Wir sind noch immer komplett beieinander. Wir sind noch komplett beieinander. Aber erzähl dir eine Geschichte, die du kennst, Ziegenthal. Ja. Wie ich das letzte Mal in Ziegenthal war mit der Ruth Zenker in dem Sozialheim, wurde ein Kind gewaschen. Mhm. Aber sowas von Dreck. Ja, ja. Okay? Und ich gestehe frank und frei, das trifft mich noch immer. Na gut, ich habe mir dann schlau gemacht und habe gesagt, so, wie ist das? Ja, die Ruth hat gesagt, naja, ich glaube, mit dem heute wird sie nicht mehr schaffen wie das eine Kind. Mhm. Dann sage ich, Ruth, ihr kennt das Problem nicht. Ja? Naja, hat sie gesagt, das Kind muss jetzt deswegen gewaschen werden, weil sonst braucht es morgen gar nicht in den Kindergarten gehen. Die Läuse, den Kopf, all das muss gewaschen werden. Ja. Ja? Und ich habe mir gedacht, könnt ihr noch mehr Kinder waschen? Sie hat gesagt, nein, das schafft sie nicht. Da habe ich gesagt, wieso nicht? Die hat ja 10. Und da war für mich dann die Idee zu sagen, ich würde gerne eine Waschfrau einstellen. Jemanden aus dem Dorf, der sagt erstens, pro Kind 50 Cent, ja, und die soll die Kinder waschen und die auch diese Mutter mal freispielen. Gerade einfach mal nur freispielen. Ja? Na, hat sie gesagt, das Übel ist sozusagen noch größer. Die hat die Kinder von 3 Männern und das nächste Kind ist schon am Weg. Ja? Und so Themen wie Empfängnisverhütung oder was greifen nicht, scheinen nicht zu greifen. Zumindest also war das bis jetzt kein Thema. Und diese Überlegungen für mich selber, wo du sagst, versetzt dich hinein, da geht es mir genauso. Weil ich muss sagen, das Hineinversetzen ist im Moment für mich überhaupt mein Problem, weil ich aus einem Kulturkreis komme und da, glaube ich, gibt es vielen so,
wo ich immer sagen muss, das sind nicht die, das sind Menschen, wo ich begreife, die sind arm gemacht worden. Mhm. Ja, und dann muss ich sagen, bitte, wie verlässt man die Schiene der Armut? Was siehst wie du kommst du raus? Wie kommst du raus? Wie oder? Kommst du da raus? Sind wir doch total ich möchte aber noch etwas sagen, weil ich nicht möchte, dass allzu viele Österreicherinnen und Österreicher allzu selbstberuhigt und selbstgefällig sagen, ja, das ist ja dort in Rumänien und in Bulgarien und weit weg. Ich habe einen guten Bekannten, fast möchte ich sagen Freund, der ist jünger als ich, der ist 64, ein Burgenland-Roma aus Oberwart. Das heißt, 64, dann war seine Schulzeit vor einem halben Jahrhundert. Das war der erste Roma des Burgenlandes, der vor einem halben Jahrhundert eine Hauptschule besuchen durfte. Alle anderen sind automatisch in die Sonderschule geschickt worden. Spannender Fall, ja, ja, ich kenne das. Ja? Ich möchte damit sagen, wir haben allen Grund, darüber nachzudenken, wie wir mit den Menschen umgegangen sind. Es gab eine nennenswerte Zahl an Roma im Burgenland, es waren an die 9000. Davon sind 8000 aus den KZs nicht mehr zurückgekommen. Es waren nicht einmal 1000, die zurückgekommen sind. Sie sind mit der Frage, mit der erstaunten Frage ihrer früheren Nachbarn konfrontiert worden. Was? Ihr seid wieder da, wieso kommt ihr zurück? Und mussten in dieser Situation, in diesem Klima, dann sich wieder eine Existenz aufbauen. Manche werden sich daran erinnern, dass vor 20 Jahren, es ist jetzt bald oder es ist 21 Jahre bald her, in Oberwart ein furchtbares Verbrechen geschehen ist. Es war die Rohrbombe des Franz Fuchs, mhm, die bei einer Ortstafel 4 jungen Roma das Leben gekostet hat. Verbrechen sind immer sinnlos. Aber in diesem Fall hat diese schlimme Tat zumindest eines bewirkt, dass die Augen der Öffentlichkeit auf die Situation damals der Roma und in den frühen 90er Jahren gehörte Österreich schon zu den reichsten Ländern der Welt, gerichtet wurde. Und wahrscheinlich würde die Müllgasse heute noch ein Elendsquartier sein, so wie es damals war, wäre nicht diese furchtbare Geschichte passiert, wo dann die Politik auf einmal gesagt hat, ja, nachdem sich die Augen der buchstäblich Weltöffentlichkeit auf dieses kleine Städtel gerichtet hat, da müssen wir was tun. Und du hast irgendwann erwähnt, dass ich mich seit 40 Jahren damit beschäftige. Und ich möchte schon sagen, warum ich mich damit beschäftige. Ja, bitte. Weil ich drauf gekommen bin vor 40 Jahren, ich habe mich sehr mit dem Schicksal unserer jüdischen Mitbürger auseinandergesetzt, mit dem furchtbaren Schicksal dieser Menschen, die am meisten unter dem Nationalsozialismus zu leiden hatten, mit den Millionen Opfern. Und ich bin erst vor 40 Jahren, ich habe mich schon sehr viel länger damit beschäftigt, erst vor 40 Jahren draufgekommen, dass das Gleiche mit, wie man damals noch sagte, den Zigeunern passiert ist. Nur hat niemand darüber geredet. Niemand. Die Zigeuner sind umgebracht worden wie unsere jüdischen Mitbürger. Und es ist nicht einmal Notiz davon genommen worden. Und das ist für mich das Furchtbare. Und die Roma haben ein Wort für das, was ihnen damals widerfahren ist, entwickelt, das mich immer wieder rührt und aufrührt und zu Widerstand rührt zugleich. Das ist Poraimos. Poraimos, das Verschlingen. Und es könnte nicht
drastisch ausgedrückt werden, wie Sie das empfunden haben, was Ihnen widerfahren ist. Sie sind verschlungen. Sie sind verschlungen worden. Und wir haben eine Verpflichtung, diesen Menschen gegenüber alles zu tun, um erstens ihre Geschichte aufzuarbeiten. Es ist eine 700-jährige Geschichte der Verfolgung, der Vernichtung, der Vertreibung, der Demütigung eines ganzen Volkes. Also wir haben die Aufgabe, ihnen geschichtlich sozusagen die Wahrheit zu vermitteln oder den Menschen die Wahrheit zu vermitteln. Und wir haben die aus der Geschichte erwachsene Verpflichtung, uns darum zu kümmern. Und ich sage es noch einmal, dieses reiche Europa mit 500 Millionen Menschen muss es doch solidarisch zu Wege bringen können, dass sich dort substanziell etwas verbessert über irgendwelche Erklärungen hinaus, die deklarativen Charakter besitzen, aber im vor Ort nichts ändern. Da muss ich noch etwas dazu sagen, warum das so ist. Weil zum Beispiel mir ein Kommunalpolitiker im Herzen Rumäniens gesagt hat, schauen Sie, auch wenn wir 80% Gelder der EU für ein Projekt bekommen, 20% muss ich aus dem Regionalbudget aufbringen. Und dann sagen mir die Leute, warum tust du das? 20% ist auch noch zu viel. Und er war da sehr ehrlich. Er hat gesagt, ich will ja wieder gewählt werden und mich wählen nicht die Roma meiner Gemeinde, sondern die Nicht-Roma. Und daher sehe ich nur die Nachteile für mich als Politiker, wenn ich da etwas tue. Und solange wir diesen Teufelskreis des Wegschiebens der Verantwortung, des zwar Wissens, wie die Verhältnisse sind, aber nicht wirklich etwas dagegen unternehmen, solange wir das nicht durchbrechen, wird sich substanziell nicht wirklich etwas ändern können. Und am wenigsten, wenn wir sagen, so wie bei uns das geschieht in der Bettlerdebatte, ja, tun wir halt was vor Ort, tun wir dort ein bisschen was, ja, weil das ist die Methode aus den Augen, aus dem Sinn. Gut, substanziell glaube ich auch nicht, dass es eine Änderung gibt, aber im Einzelfall. Im Einzelfall. Wenn ich mir nämlich vorstelle, und das macht mir Hoffnung, vom Pfarrer Schlattner, ja, dass der 35 Jahre lang 480 Jugendlichen ohne Werbung, weil die füreinander Werbung gemacht haben, ja, dass der das zustande bringt, dann finde ich das schon eine absolut eindrucksvolle Zahl. Ja. Wobei man sagen muss, Sie müssen sich vorstellen, der wohnt da in einem abgelegenen Dorf. Dort gibt es keine öffentlichen Zubringer und Schulbusse. Und er muss für diese Jugendlichen Taxis organisieren. Ja. Und so ein Taxi kostet pro Schüler 45 Euro im Monat. Und das braucht er, damit er diese Jugendlichen in die Stadt 15 Kilometer hinein nach Sibiu transportiert. Ja. Und das sind pro Schuljahr 500 Euro. So großartig das ist und so beeindruckend das ist. Und ich kenne solche Beispiele eine ganze Reihe. Und ich habe größten Respekt vor diesen Menschen. Aber verdammt noch einmal, man müsste den Staat zwingen durch die EU, dass er dafür Sorge trägt, dass diese Kinder überhaupt in die Schule gehen können, weil sie da dafür ich, die Voraussetzung ja, eines da muss ich da, einer Verkehrsverbindung brauchen. Da hab ich mich schlau gemacht, ja, weil die Geschichte ist ja spannend. Der Staat tut was. Und zwar tut er nämlich was ganz Eigenartiges. Ich bin zufällig draufgekommen, weil ich eine Mutter gefragt habe, warum lassen Sie Ihre Kinder in die Schule gehen? Und dann haben wir gedacht, Bildung, Zukunft. Dann sagt sie, sonst kriege ich die Sozialfürsorge nicht. Und bei 10 Kindern hat sie gesagt, sind das 250 Euro. Und wenn ich die nicht habe, habe ich gar nichts. Ja. Und diese Idee zu sagen,
ich entziehe dir die Zuwendung, wenn du deine Kinder nicht gehen lässt. Ich habe total gestaunt, dass das greift. Und das macht Sinn. Ist nicht das Weiße vom Ei, aber ist ein Anfang. Ja? Und ich kriege also mit, und das war eigentlich, ist im Moment meine Position, eine sehr gute Position zu sagen, es gibt Ansätze, wo es funktioniert. Ja. Und ich sehe gerade, wir sind am Ende der Sendung eingetroffen, was mir leid tut. Ich möchte noch eins loswerden. Einmal danke dafür, dass du da bist. Das macht auch Spaß, mit dir zu reden. Und einen Roma-kundigen Freund zu haben. Und meine Damen und Herren, ich bereite einen Film vor für den Jänner, der heißt Hallo Frau Roma, wo ich über das Schicksal der Frau in der Kultur der Roma erzählen werde, und freue mich natürlich, wenn Sie am 23. Jänner dann um 18 Uhr in das Kino kommen. Ich danke Ihnen fürs Zusehen und für das Zuhören und hoffe, dass das für Sie eine Bereicherung ist. Und dir danke ich für dein Kommen. Gerne. Und ich wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.